Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 17.07.2019. So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, da schauen wir in den heutigen Item Shop rein und da haben wir viele neue Styles, Stile. So, wir fangen mal auf der rechten Seite an mit Stere, mit Schere Stein Papier. Für 200 V-Bucks das Teil, finde ich mega cool, vor allem es kommt immer wieder was anderes bei raus. Pass auf, ich mache jetzt mal mit dem ein Battle hier. Ich sag jetzt Stein. Ah! 1 zu 0. Ich sag jetzt Papier. Scheiße, 1 beide. Ich sag jetzt Schere. Immer noch eins beide. Ich sag jetzt. Ich sag Stein. Scheiße! 1, 2, ich sag Papier. Nein! Jetzt habe ich verloren. Okay. Also auf jeden Fall kann man da relativ viel Gaudi mitmachen mit dem Ding. Deswegen kriegt das Teil auf jeden Fall von mir 10 von 10. Ich finde das mega cool. Und Rock, Paper, Scissors hat hier ein Voting von 4,2 von 5. Bei 5 Votes nur. Am 4. April 2018 das erste Mal drin gewesen. 9 Mal seitdem, 50 Remind, das letzte Mal im Shop. Mein Gott. Vor 302 Tagen am 18. September 2018. Schon fast ein ganzes Jahr her. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Dann haben wir ins Schwarze Bullseye für 800 V-Bucks. Und der Teil, ja, kriegt von mir. Ja, ich weiß, es ist so ein, ich glaube, Tiffuse-Skin war das damals gewesen. Ne? Hat er sofort mir immer gesagt. Kriegt von mir 6 von 10. Bullseye. Mega beliebt, ich weiß, das Teil. Da haben wir ein Voting von 4,58 von 5 bei 84 Votes am 7. November 2018. Das erste Mal drin gewesen, 8 Mal seitdem. 459 Reminders. Das ist ultimativ krass. Das letzte Mal im Shop vor 35 Tagen am 12. Juni 2019. Hammer. Dann haben wir den Gitarrengang. Für 500 V-Bucks das Teil. Rock'n'Roll. Ein Fortbewegungs-Emote. Immer weiter spielen. Der Teil kriegt von mir 10 von 10. Das ist der Gitter Walk. Und der Gitter Walk hat hier ein Voting von 3,21 von 5 bei 19 Votes am 10. Juni 2019. Das erste Mal drin gewesen. 3 Mal seitdem 19 Reminders. Das ist das letzte Mal im Shop vor 22 Tagen. Dann haben wir hier diesen Eiszapfen oder auch Icicle. Jo, und da sehen wir hier diese coolen Partikel hier oben. Ja. Ja, alleine deswegen, wegen diesen schönen Partikeln, kriegt es von mir 7 von 10. Ich persönlich finde sie eigentlich nicht wirklich toll, aber ja, die Partikel sind schon geil irgendwo, ne? So, dann haben wir 4,26 von 5 bei 47 Votes am 14. Dezember 2018. Das erste Mal drin gewesen. 10 Mal seitdem 45 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 21 Tagen. Dann haben wir die Krabbe. Das ist dieser Krabbe-Meme. Hier der Krabbe-Meme. Krabbe-Meme kriegt von mir 8 von 10. Er hat hier ein Voting von 4 von 5 bei 15 Votes am 2. Juli 2019. Das ist mal drin gewesen. 2 Mal seitdem 14 Reminders. Die Zündkerzenkünstlerin. Jo, da hinten mit dieser komischen. Mit diesem komischen Hundeteil da. Was auch immer das sein soll. Teil des Schrottplatz-Sets. Ja, so schlecht sieht sie nicht aus. Kriegt von mir 6 von 10. Hat hier ein Voting von 4,0955 bei 44 Votes am 10. Februar 2019. Das letzte Mal drin gewesen. 4 Mal seitdem 55 Reminders. Setzt mal im Shop vor 44 Tagen am 3. Juni. Jo, dann kommen wir mal auf die linke Seite. Da haben wir hier diesen Sonneneruptions-Skin mit verschiedenen Styles. Okay, ja, Sonneneruption finde ich gar nicht so schlecht, kriegt von mir 7 von 10.
Hört ihr ein Voting von 3,27 von 5 bei 26 Votes am 21. Juni 2019 das erste Mal drin gewesen, dreimal seitdem 7 Reminders, setzt mal im Shop vor 25 Tagen. Dann haben wir hier die strahlende Axt. Ja, finde ich jetzt nicht ganz so toll. Kriegt von mir 5 von 10 für 500 V-Bucks. Ist die Vividex. Die ein Voting von 3,5 von 5 bei 4 Votes. Am 21. Juni 2019 sei es mal drin gewesen. Dreimal seitdem. Ein Reminder. Und dann diese geile Lackierung. Die ist wirklich cool. Gefällt mir sehr gut. Kern. Kriegt von mir 8 von 10. Hat hier ein Voting von 4 von 5 bei 11 Votes am 21. Juni 2019. Das letzte Mal drin gewesen, zweimal seitdem 9 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 25 Tagen. Dann haben wir hier diesen Fledergleiter, den finde ich ziemlich cool. Kriegt von mir 10 von 10. Die Megabad. Megabad hat hier ein Voting von 4,5 von 5 bei 8 Votes am 21. Juni 2019. Das letzte Mal drin gewesen, dreimal seitdem 4 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 25 Tagen. Jo, sind wir mit dem Set durch, dann geht's hier weiter zu dem Nachtglanz. Ja, ich auch wieder mit zwei verschiedenen Styles. Muss ich sagen, sieht schon echt gut aus. Gefällt mir ziemlich gut, Nachtglanz. Nachtglanz kriegt von mir 8 von 10. Hat hier ein Voting von 3,75 von 5 bei 28 Votes am 21. Juni 2019. Das erste Mal drin gewesen, zweimal seitdem 47 Reminders. Sitzt mal im Shop vor 25 Tagen. Gucken wir uns nochmal das Backpack an. Ach, das ist das da, ja, mit diesem komischen Alien da hinten drin. Dann haben wir dieses Spaltlicht. Werkzeugeffekt. Jo. Geht von mir 7 von 10 für 800 V-Bucks. Das ist Splintered Light. Splintered Light hat hier ein Voting von 4,23 von 5 bei 13 Votes. 21. Juni 2019, das letzte Mal drin gewesen, dreimal seitdem 8 Reminders, letztes Mal im Shop vor 25 Tagen. Jo, dann haben wir diese Essenz, finde ich auch cool, kriegt von mir 8 von 10, wir klicken mal ganz kurz hier durch, sieht nicht schlecht aus, auch wenn es da vorne pink ist, aber ich finde, das sieht trotzdem nicht so schlecht aus. Essenz, 8 von 10, hier haben wir ein Voting von 4,44 von 5 bei 9 Votes am 21. Juni 2019, das letzte Mal drin gewesen, dreimal seitdem 10 Reminders. Jo, dann sind wir auch mit diesem Set hier durch. Dann sind wir beim Rebell. Dieser Maverick. Und ja, seitdem diese neuen Styles mit hinzugekommen sind, die sehen schon richtig, richtig fett aus. Also der alte Maverick, den fand ich nicht wirklich so gut. Ja, aber hier in diesem Style, in diesem Outfit gefällt er mir verdammt gut. Kriegt von mir 8 von 10, der Maverick. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, der war lange Zeit nur in dieser anderen Version da und hat hier ein Voting von 3,6 von 5 bei 55 Votes. Am 3. August 2018 ist er erstmal drin gewesen, 9 Mal seitdem, 83 Reminders, letztes Mal im Shop von 49 Tagen am 29. Mai 2019. Dann haben wir hier die Shade. Ja, auch hier muss ich sagen, gefällt mir diese Version in diesem Dunkelblau um einiges besser als diese erste gelbe Version oder Ockerfarben. Er hat schon echt was. Ist schon echt peppig hier und kriegt auch von mir jetzt 8 von 10 die Shade. Und Shade hat hier ein Voting von 3,3 von 5 bei 46 Votes am 3. August 2019. Das erste Mal drin gewesen. 9 Mal seitdem. 54 Reminders. Letztes Mal Shop von 49 Tagen am 29. Mai 2019. Jo, ist das hier das Backpack bei der... Habe ich eigentlich bei ihm geguckt nach dem Backpack? Achso, das ist dieser Baseballschläger mit den Nägeln da oben drin. Der ist schon ziemlich übel. Jo, das war's hier auch schon vom heutigen Itemshop. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.